Johannes, du bist in deiner Heimatstadt Schirmherr für Leben mit Behinderung Offenburg e.V. Was hat euch zusammengebracht, bis auf die Tatsache, dass du aus Offenburg kommst? Das war einfach eine Anfrage, ob ich das gerne machen würde, ob ich mir vorstellen könnte. Und die habe ich dankend angenommen, weil ich tatsächlich auch im Zivildienst gearbeitet hatte mit Menschen mit Behinderung in einer Wohngemeinschaft. Und ich immer noch finde, dass das, die Inklusion ist, also, ist ein großes Thema, aber viele Menschen haben Schamgefühle, mit Menschen mit Behinderung, denen zu begegnen in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es halt eine Durchmischung der Gesellschaft stattfindet, dass wir eine Toleranz haben, dass Absolut. Wir auch unsere Ängste verlieren, ne? Das so wie ich vorhin schon beschrieben hatte. Was hast du von diesen Menschen, den Menschen, die du, auf die du ja zwangsläufig dort triffst, mit denen du auch schon gearbeitet hast, was hast du von diesen Menschen für und über dein eigenes Leben gelernt? Also ich arbeite ja nicht mit Menschen mit Behinderung dort, ne? Also ich bin eigentlich der Schirmherr, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, wir machen gemeinsame Veranstaltungen und so. Aber du hast als Zivildienstleister schon. Ja, natürlich, da habe ich gelernt, dass es überall Geheimnisse gibt, dass es Menschen, die ganz große körperliche Probleme haben oder die auch seelische Leiden haben, ja, dass man ganz viel Spaß haben kann mit den Menschen, dass es also ganz, ganz viel Interesse gibt, dass... ja, also wir hatten letzte Woche den Raoul Krauthausen hier, der ja schon seit seiner Kindheit im Rollstuhl sitzt, ein Aktivist für Inklusion und für Menschen mit Behinderung. Und der hat gesagt, wenn man in der Situation ist, also als Betroffener in der Situation ist, diese Inklusion und das, was möglich ist und was eben nicht möglich ist in diesem Land, tagtäglich am eigenen Leib zu erfahren, muss man sagen, wir haben schon noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Mhm. Wie ist dein Eindruck? Das glaube ich eben auch, weil ich glaube, halt, vor 2 Jahren, glaube ich, mal an einem Flughafen, da kam eine Frau rein, die wirklich schwer behindert war und die Geräusche gemacht hat und so. Und der ganze Flughafen war plötzlich lahmgelegt, so vom Gefühl hat man gemerkt, das ist eine schambehaftete Reaktion von allen Menschen dort. Und das fand ich so traurig eigentlich, dass wir nicht imstande sind, das aufzubrechen, dass wir im Austausch sind, dass es ganz normal ist, sozusagen. Mhm. Ja, also jeder von uns kann Unfälle haben und dann in derselben Situation sein. Es geht von heute auf morgen. Und deswegen sollten wir uns dem halt einfach stellen und den Dialog auch suchen. Ja? Absolut. Wir haben heute ein prominentes Geburtstagskind, das glatte 60 wird. Zum Glück muss man in seinem Fall sagen, denn der Mann war wegen eines Drogencocktails schon mal klinisch tot für mehrere Minuten. Es geht um Dave Gahan von Depeche Mode. Eine Legende des Musikgeschäfts und ehrlich gesagt ein ewig Suchender. Die Zukunft, Johannes, heute sieht aus wie nächste Filmaufführung. Heute Abend fahre ich nach Kensington, das ist ganz toll, das ist ein ganz altes Kino, was geschlossen hat jetzt vor 2 Wochen wegen Corona. Mhm. Und das ist wirklich ein historischer Ort. Also bis vor 2 Wochen? Bis vor 2 Wochen war es geöffnet, jetzt ist es geschlossen, aber heute Abend wird es noch einmal geöffnet für unseren Film. Und wirklich? Dann machen wir noch einen letzten Abend, der Mann, der die Welt aß, im Kino Kensington. Und dann gehen wir noch mal 4, 5 Tage durch Schwäbisch auf Tour. Genau. April in meine Heimat, Schwäbische Schee, das ist... Du kommst ja aus dem Badischen? Genau. Ja. Ja. Wir sind beide mit einem lustigen Dialekt gesegnet. Ja, sprichst du es ab und zu so zu Hause? Ja, ich muss. Johannes, es war mir eine Freude. Ganz vielen viel Erfolg Dank mit dem Film Der Mann, der die Welt aß. Und bis hoffentlich ganz bald. Vielen, vielen Dank. Ihnen schönen Tag. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder kurz nach 9 hier im ZDF. Das volle Kanne-Team sagt Dankeschön.